Hallo und willkommen zu meinem Let's Play zu Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Die Welt Mittelerdes ist im Also, ich drück jetzt erstmal hier weg, weil ich kenne die Szene. Die Schönheit der Elben. Okay, schauen wir uns einen Moment an. Haha, Elben, super. Hier kommt der Main Character, der Protagonist des Spiels. Vor dir, der Held liegt ein steiniger Weg. Ihr steuert Beretor. Doch du wirst ich habe das Spiel schon durchgespielt, das ist kein Blind Let's Play. Ich weiß ziemlich genau, was passiert und was ich tun muss, wo ich welche Waffen finde. Also wundert euch nicht, dass alles so einfach von der Hand geht. Die Nazgul. Die Nazgul, ich werde euch bezwingen, ich vernichte euch. Zurück, ihr Geister, yeah! Los, Beretor. Gib sie. Auf geht's. Erstes Gefecht! Ja! Okay, das Kampfsystem erinnert irgendwie an, ich weiß auch nicht, an Final Fantasy 7 oder Final Fantasy 7. Okay, provozieren wir ihn erstmal. Ja, fein provoziert. Sehr gut. Morgul-Klinge. Wow. Wow! Nein, so darf das nicht ablaufen. Ey Mann, ich hab doch gerade erst verdammte Scheiße. Was denn? Eine Elbenfrau? Ja, eine Elbenfrau. Sie wird uns retten. Wow. Boah, fett. Was ist das denn? Ja, ich weiß, ich tue so wow und alles. Okay. Ich tue mal so, als wüsste ich noch nicht, was jetzt passiert. Wasserpferd. Cool. Die Gnade, und die Blende. Mir zuteil wurde, möge sie auf ihn übergehen. Bla bla bla, möge Herr der Ringe Zitat, bla bla bla, viel ich Herr der Ringe Zitat. Diese Gabe meines Volkes. Und hört auf mit der Cutscene, wir wollen irgendwie zocken, wir wollen anderen. Spielen. Das ist der Nachteil von diesem verdammten Spiel. Viel zu viele Sequenzen. Viel zu viele. Wie kann ich euch danken? Das Zockerherz kann einfach nicht aufleben. Ich meine, guckt euch das mal an. Das waren jetzt locker 2 Minuten. Allein Filmsequenzen. Etwa 40 Sekunden gezockt bis jetzt. Naja, jetzt geht's los. Ich bekomme gerade erklärt, wie ich meinen Charakter steuere. Ich drück mal ein paar Knöpfe, das war die Karte, renne mich rum. Okay. Ja, Drohne hat ein Schätze. Sehr schön. Habe ich mir gedacht. Gondorianischer Reitschild. Ja, ich weiß, dass der für Beretor ist. Für wen auch sonst. Und weiter geht's. Leuchte da oben. Oh mein Gott, mein zweiter Fight in diesem Game. Hoffentlich verliere ich diesmal nicht. Ja, Campus Talk. Klingt eigentlich. Ah, Biatch, haust du daneben? Macht der Gefährten. Yeah, brüllt der Mackerl. So muss es sein. Ey Mann, was macht dieser verdammte Ork? Los, nochmal Schwertkunst. Los, Idreal. Endlich ein Volltreffer. Und los, Beretor. Hieb des Wächter. Jawoll, das hat. Oh, ja gut, die kannst du ruhig kaputt hauen. Los, mach mal eine Attacke, oder? Ne, wir nehmen doch lieber. Was nehmen wir denn? Schwertkopf. Ja, Schwertkopf. Zack, fetz weg. Angeber Tussi. Und weiter geht's. AP erforderlich. Ja, bla 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 bla. Das wissen wir schon. Okay, wir rennen mal darüber. Oh, eine Truhe. Ja, Schutzamulett der Königin für Idreal. Entschuldigung, der Galadriel. Ich weiß, wo die Anfangssachen auf jeden Fall alle versteckt sind, also wundert euch nicht, wenn ich auf einmal irgendwo plötzlich mich umdrehe und in eine Richtung renne, die ihr vielleicht noch gar nicht gesehen habt. Naja, und da den nächsten Zack, dritter Fight.
Jawohl, und nun kämpfe ich gegen zwei Orks. Ein Bogenschützen-Ork. Jawohl, erstmal eine fiese Attacke verpasst. Und noch ein. Los, mach ihn kalt, den Nigger. Jawohl, da liegt er. Oh, verdammter Mist. Kein Problem. Oh, scheiße. Los, Adrian. Ah, guter Treffer. Und jetzt kommt er, mein Mann, ey, Beritor, Hintes Wächter, Zagoin, da liegst du, Alter, nieder. Und eine Pausernummer, jawoll, ich bin der Champion. Und jetzt haben wir erst einmal Aufstieg. Also, wir sind jetzt Level auf. Und genau wie bei Final Fantasy Spielen zum Beispiel muss ich jetzt, oder wie bei Pokémon Spielen, nee, eigentlich ist es mit keinem Spiel, fällt mir jetzt gerade keins ein. Ich kann den Kampfstil kann man mit Final Fantasy vergleichen, aber der Rest ist irgendwie mir noch relativ unbekannt. Also ich kann das jetzt noch keinem anderen Spiel zuordnen. Also ich kann eben beim Levelaufstieg neue Punkte vergeben für Konstitution, für Stärke, für Geist, also. Ich habe auf der Straße Stimmen gehört. Ja, ich weiß. Wir könnten. Geduld. Ich suche Boromir von Gondor. Habt ihr ihn gesehen? Ja, Beritor erzählt, wo er herkommt. Er erzählt ein bisschen was. Und wir kämpfen wieder einmal gegen Orks. Ihr fragt euch, hä, Orks? Wo sind die Urukai? Richtig, gute Frage. Zu den Urukai. Kommen wir in einem späteren Let's Play. Ihr werdet am Anfang euch durch Reihen von Orks müssen. Übrigens gerade Zorn der Lautwasser. Richtig fetzige Attacke. Die stärkste Attacke, die Idril auch drauf hat. Wenn wir später weiter sind, werdet ihr sehen, dass sie noch eine stärkere lernen kann. Aber das werdet ihr dann sehen. Führerfähigkeiten. Dazu eine Erklärung, Beritor ist nicht der Führer, wie ihr denkt, sondern er ist der Anführer der Gruppe und kann sie motivieren mit einem Schlachtruf oder ähnlichem. Dadurch werden jetzt zum Beispiel die Attacken sehr viel stärker. Seht ihr, zerboing, ey, 152 GP, ey. Und los ist er, Kampfzorn und zack, 90 GP. Das zieht. Ah, Todessieg. Machen wir eine Attacke. Plapp. Ja, Pose nur. Und wieder haben wir den Aufstieg. Sind wieder ein paar Level nach oben. Ja, jeder ein Level. Ihr könnt übrigens die Items, die ihr findet, könnt ihr auch benutzen. Ich brauche sie nicht. Ich erkläre dazu jetzt Folgendes. Also, die Items, zum Beispiel Königsraut, stellen GP wieder her, Lembasbrot AP. Wenn ihr euch in lange Gefechte befindet, sind diese Sachen wirklich nützlich, aber ich brauch's nicht. So, wir nähern uns dem Ende meines ersten Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, meldet euch, schreibt mir Kommentare,